bin Jasmin Blessmann von dem Projekt Ärmekanal und neben mir sitzt Detlef Scheer. Hallo. Woher kommt Ihre Verbindung zu Jörg? Also ich kenne den Jörg aus dem Verein, allerdings nicht aus dem Sportverein, sondern aus dem Verein Mensa, meint Mensa in Deutschland e.V. Dort habe ich ihn kennengelernt, weil er an einem Seminar teilgenommen hat, was ich vor ungefähr 5 oder 6 Jahren gegeben habe. Und aufgefallen ist er mir, weil er mir als besonders geradliniger, irgendwie hartnäckiger, mutiger Mensch aufgefallen ist. Er kultiviert so dieses Dranbleiben, was andere oft nicht hinkriegen. Was meinen Sie genau mit dem zum Thema hartnäckig dranbleiben? Ja, er hat einen sehr interessanten, zickzackähnlichen Lebenslauf und der gehört ja jetzt nicht so richtig hin, aber auch die Sachen, die wir im Seminar besprochen haben, die er sich damals vorgenommen hat, liefen ganz offenbar nach einem ähnlichen Muster. Wenn er sich was vornimmt, dann zieht er das durch. Und da kann er auch mal Pech, Pleiten und Pannen erleben, aber das hindert ihn nicht daran, das gesamte Ziel weiter zu verfolgen. Das finde ich sehr beeindruckend. Sie coachen ja sonst Führungskräfte, Spezialisten und Hochbegabte. Wie kommt es, dass Sie so Interesse haben an solch einem ungewöhnlichen Projekt und dieses fördern? Wenn ich mein normales Klientel so angucke, dann mangelt es denen insgesamt an Visionen, an Zielen, an Mut auch ganz häufig. Und vor allen Dingen an der Fähigkeit, sich selber unabhängig von anderen Zielen zu setzen und die dann auch tatsächlich zu verfolgen. Oder eben auch aus Visionen Ziele abzuleiten, die tatsächlich im eigenen Interesse sind. Ja. So viele beschäftigen sich damit, warum irgendwas nicht funktioniert und merken gar nicht, dass sie quasi aus Versehen damit ihre eigene Opferhaltung kultivieren und aus dem Handeln immer mehr rauskommen und gar nicht mehr reinkommen. Und wir lernen hauptsächlich durch Vorbildwirkung, also Imitationslernen. So der Begriff Vorbild ist ein bisschen derangiert worden in den letzten Jahrzehnten bei uns, verständlicherweise, aber er ist ganz wichtig und ich denke, deswegen ist es Grund genug, solche eher außergewöhnlichen, mutigen Projekte zu fördern. Man könnte ja sagen, was für ein Unsinn, ja, also wir haben da Hunger in der Welt und jetzt gibt man für sowas Geld aus. Und ich denke, das ist die Argumentation lasse ich nicht gelten, weil dadurch, dass der Jörg beispielsweise nicht den Ärmelkanal überquert, wird kein Mensch satt. Ganz im Gegenteil, wenn sich solche Art von Vorbildern durchsetzen würden, hätten wir mehr erfolgreiche, tatsächlich wirksame Entwicklungshilfeprojekte. Das brauchen wir vielleicht nicht alles auszuführen, ja. Aber so diese Logik steckt da auch so ein bisschen dahinter. Ja. Ich bin eher dafür, positive Dinge zu fördern, als negative abzuschaffen. Was meinen Sie? Wie wichtig ist es, dass Jörg tatsächlich den Ärmelkanal durchquert? Für ihn würde es wahrscheinlich bis zur letzten Sekunde wichtig sein, denn wenn er irgendwann die Idee hätte, das wäre nicht wichtig, dann würde er nicht ankommen, dann würde er wahrscheinlich irgendwann aufgeben, weil das bedeuten würde, dass seine Motivation sinkt. Und für alle anderen, aber für die Wirkung dieses Projekts, wird es wahrscheinlich keine essentielle Bedeutung haben, weil da ist die große, in meinen Augen, die große Bedeutung, dass er die Planung durchgezogen hat, dass er das finanziert, dass er das durchhält über eine ziemlich lange Zeit, sich darauf zu konzentrieren und dass er es versucht hat. Und ich denke mal, wenn er einen Misserfolg erlebt, weil er kurz vorher aufgeben muss, dann ist das eben schiefgegangen und das macht nichts. Also er wird da entsprechend mit umgehen können und zwar auch wieder vorbildhaft. Und das wird keinen Schaden anrichten, so nach dem Motto, da haben wir wieder mal einen Versager, sondern ganz im Gegenteil, der hat aber Mut gehabt und er hat es versucht. Was meinen Sie, wie er mit Misserfolg umgehen würde? Ich schätze ihn so ein, dass er einfach wieder aufstehen würde und weitermachen würde. Sehr schön. Herzlichen Dank für dieses Interview. Bitte.